Herzlich willkommen bei JetzTV. Hier ist Andi und bei mir zu Gast ist Venu. Ist das so richtig ausgesprochen? Ja. Okay. Also du gibst Body-Satsangs, normale Satsangs, Retreats und thematisierst auch die weibliche Kraft. Wenn ich das richtig gelesen habe auf deiner Website. Sei erstmal herzlich begrüßt hier. Danke. Hallo Andi. Danke für das Interview, die Zeit und die Einladung. Schön. Gerne. Also, bevor wir zu deiner aktuellen Arbeit kommen, was mich sehr interessiert, ist deine Suchergeschichte. Wie kam es, dass du zur spirituellen Sucherin wurdest? Bevor ich mit der Frage loslegen kann, würde ich gerne einfach einen Moment gerade mit dir in Stille hier ankommen. Okay. Und dann gucken wir mal, was kommt. Okay. Okay, also deine Frage, wie wurde ich zur spirituellen Sucherin? Ich wusste gar nicht, dass ich spirituelle Sucherin war. Ich habe nicht so eine Vergangenheit gehabt, wo ich welche kannte, die irgendwie schon mal vorher im Satsang waren oder eine Familie, die vielleicht irgendwie religiös gewesen wäre oder irgendwelche Hinweise auf Spiritualität hatte ich gar nicht. Mich hat jemand mitgenommen zu einem Retreat. Wie war denn das? Es war als Kind immer schon so ein starkes nicht hier wissen, was das hier alles soll und wo hier mein Platz ist und
irgendwie das Gefühl, wie auf dem falschen Planeten zu sein. Und überhaupt keine Ahnung, was das soll und wo es hingeht und wer ich bin oder was das hier soll. Und so gesehen wusste ich gar nicht, dass ich eigentlich suche. Also so. Finde das eine interessante Frage, aber ich musste selber hingucken. Ich habe das nicht so mal eben auf der Platte, wie das eigentlich war. Als diese Einladung von der Freundin kam, mitzukommen zu diesem Retreat, ich hatte keine Ahnung, was das ist, was sie da machen. Ich habe das nicht mal nachgelesen. Einfach nur bei der Frage war sofort eine Resonanz, war sofort, ja, da gehe ich hin. Keine Ahnung, was sie da machen. Es war auch noch total weit weg. Und dann habe ich alles dafür getan, dass ich da hinreisen konnte und von meinem Beruf Urlaub bekommen habe, sofort dahin zu fahren. Mhm. Und als ich da hinkam, ich kam eigentlich nur in die Gegend, in den Raum. Da war noch gar niemand drin, der irgendwie Satsang gegeben hat. Es war einfach wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein starkes Resonieren mit dem Feld, mit dem, was da in der Luft irgendwie zu sein schien. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und habe ein Bild gesehen von Ramana im Raum. Und dann, als ich das Bild von Ramana gesehen habe und auch Jesus, da ist in mir, ich habe nur das Bild gesehen und es hat einfach mein Herz gesprengt. Es hat mich auseinandergezogen und nur noch Tränen waren da und so ein Gefühl von, boah, so, wow. Ich bin hier, ich bin da. Es war wie so ein sofortiges. Oh. unbeschreiblich, was da in mir passiert ist. Und von da an hat sich mein Leben, würde ich sagen, sofort wie in eine andere Richtung gedreht, einen komplett anderen Kurs angenommen. Und saß da dann schon so ein paar Tage nur noch wach und konnte gar nicht schlafen, in so einem ganz anderen neuen Empfinden, schauen, staunen, resonieren, ich weiß nicht, Freude, Traurigkeit, alles irgendwie war da. Wie gesagt, also da war kein Suchen danach oder Wissen, dass es sowas gibt. Ja. Wow, das war bestimmt sehr beeindruckend, sehr, sehr stark. Ja, das fühlt sich so an, wie die Gnade hat mich da einfach geküsst. So, du bist jetzt fällig. So. Ja. Du kommst jetzt heim. Für dich habe ich gewartet. So, oh, ich bin hier, ja. So irgendwie. Ich weiß auch nichts. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was das bedeutet oder was das ist. Oder das war eigentlich das Beste für den Verstand und so weiter, dass dann auch gar keine Interpretation war, was das ist, dass Leute da wegen Erleuchtung oder wegen Suche oder warum auch immer die da hinkamen. Das hatte ich alles nicht vor Augen und war da sehr ohne Filter irgendwie. Ich wusste nicht, was da ist. So. Ja. Hatte dir deine Freundin ein bisschen was erzählt darüber oder so? Und was dann interessant klang? Wir waren zusammen vorher in so einem Schamanenkurs irgendwie und das war schon witzig, was wir da gemacht haben. So. Aber sie hat zu mir gesagt, so, ich sehe, dass das hier für dich nichts oder nicht das ist. Sie hatte so das Gefühl, ich bin sozusagen gar nicht an der richtigen Adresse. Und sie hätte da was, sie hat so gesagt, das braucht irgendwie eine gewisse Reife oder sowas. So hat sie es benannt damals und hatte das Gefühl, mich da mitzunehmen. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, habe sie gar nicht weiter gefragt, wir haben gar nicht. Ich konnte ihre Liebe dafür spüren. Ich habe gemerkt, da ist irgendwas
was sie total fasziniert hat oder so, aber ich konnte es ja nicht zuordnen. Ich habe nur ein Ja gespürt, ohne darüber nachzudenken. Und darauf hat sich das dann alles so entfaltet, dass du da dich sehr stark mit beschäftigt hast, bis dann zum Punkt, dass du selber darüber sprichst vor anderen? Das war Anfang 2000, wo ich da war. Und dann, was radikal passiert ist, ist, als ich aus dem Retreat zurückkam, habe ich sofort den Job beendet. Ich habe sofort gesagt, das geht hier nicht mehr weiter. Also ich bin dann schon so eher so ein radikaler Typ, dass wenn was passiert, dann mache ich sofort Cut. Hab dann auch meine Wohnung aufgegeben, meine Sachen auf die Straße gestellt. Ich wusste, alte Freundschaften, Verbindungen, das war alles für mich wie gestorben. Ich wusste nicht mehr, wer ich wirklich bin. Also es war eigentlich eher auch ein Aufbruch, aber nicht wissen, wo es jetzt hingeht. Sich nicht mehr zugehörig fühlen mit dem Alten, wo ich vorher war. Also das war alles sofort nach dem Retreat da. Aber ich habe mich nicht intellektuell damit beschäftigt, was das ist oder wohin das geht. Ich habe keine Bücher gelesen zum Beispiel. Ich habe eigentlich einfach nur immer wieder Ramana so auch vor Augen gehabt und bin so in diese Qualität, die er für mich ausgestrahlt hat, diesen Frieden so einfach hineingeschmolzen oder mitgezogen, habe mich da berühren lassen davon. Gar nicht, was ist das, wo geht das hin, was muss ich machen oder was jetzt. Und ich wusste, es geht nicht mehr in die alte Richtung und da war ein Vertrauen, ich gebe es ab. Ich wusste dann zu dem Zeitpunkt, ich kann es abgeben. Mhm. Das hier ist alles geführt. Es ist nichts, was ich machen könnte. Ich kann mich dem hingeben auf eine Art. Ja? Mhm. Dieses Ding hier, dieses Denken, dem hingeben oder dieses, ja, wie auch immer wir das nennen wollen, dem hingeben. Also es war sehr ein Akt von so einem Bhakti, so eine Bhakti-Bewegung, mich dem hinzugeben. Sind wirklich alle deine Verbindungen dadurch komplett gelöst worden oder sind Freundschaften noch vorhanden von früher? Ich würde sagen, nicht mal 10% weniger. Hm. So nicht mal eine Handvoll. Hm. Ja. Ich konnte auch keinen Kontakt mehr zur Familie haben. Ich habe dann 10 Jahre meine Mutter zum Beispiel nicht mehr, keinen Kontakt mehr gehabt. Diese ganzen alten Rädchen, also heute ist es wieder anders, heute ist wieder Kontakt da, aber ein ganz anderer, ein ganz neuer und ein sehr eher freundschaftlicher und nicht mehr so Mutter-Tochter-Verhältnis, was man da sonst so im Laufen hat. Ne? Ich war da, ich wusste, ich will nur noch im Satsang sein. Ich habe keine anderen Interessen gehabt, außer da will ich sein, da will ich sitzen. Mhm. Und habe geguckt, wie das möglich ist und dass ich wollte einfach nur im Satsang sitzen. Und habe noch mein Auto gehabt, so einen kleinen Caddy und eine Matratze hinten drin. Und von Stadt zu Stadt immer so im Auto dann geschlafen und bei irgendwem geduscht. Das ging dann einige Zeit so. Es war für mich eine sehr intensive Zeit. Also einfach in dem Satsang sitzen. Ja. Und dann irgendwann auf dem Wege habe ich dann einen Partner kennengelernt, der selber auch Satsang gegeben hat. Und dann hat sich das Leben irgendwie so bewegt, dass wir dann immer zusammen unterwegs waren über, das waren glaube ich 5 oder 6 Jahre, wo er Satsang gehalten hat. Und ich einfach dabei war, es unterstützt habe, so mit organisiert habe, einfach still im Raum war. Mhm. Habe das sehr genossen oder die Workshops mit unterstützt. Also ja, ich habe den Platz einfach geliebt, da zu sitzen, im Satsang zu sein und mitzubekommen, was da so alles für Schichten abfallen und was man da halt angucken kann und oder auch nicht angucken kann. Aber ich bin da echt nicht gut im Beschreiben, glaube ich. Hm.
sind dann in verschiedene Länder gereist. Dann war ich auch immer einige Zeit in Indien, am Arunachala. Viel in dem Ramana Ashram gesessen. War das auch sehr intensiv? Das war für mich eines der wesentlichsten Plätze, ja. Der Schrein, wo Ramana Maharshi auch war am Berg. Er war ja meistens auf dem Berg, aber ist ja manchmal runtergekommen auch. Ja, die Höhlen sind sehr intensiv für mich gewesen. Mhm. Aber am meisten eigentlich dieser kleine Raum. Nicht die neue Halle, sondern dieser kleine Raum, wo er früher auch drin gesessen hat. Da ist ein Sofa noch drin. Mhm. Und da habe ich stundenlang gesessen. Es gab sogar manchmal Zeiten, da habe ich da drin die Nacht verbracht, versteckt unter dem Sofa. Da haben die da abgeschlossen. Ich wollte einfach nur da sein. Und für mich lief der da rum. Also ich, wenn ich darüber geredet hätte, weiß ich nicht, dachte, vielleicht stecken die mich in die Klaps, wenn ich das sage. Also die Fragen, die da waren, wurden beantwortet von innen, wie jetzt, wenn er mit mir spricht. Und habe da irgendwie so aufgeräumt mit meinem Fragenkatalog. Und bis es immer stiller wurde. Und ja, in der gleichen Zeit hat mein Freund damals da Satsang in Tiruvannamalai gegeben. Und ich konnte aber immer gar nicht verstehen, wieso man denn da jetzt Satsang geben muss. Da ist doch Ramana Ashram, da kann man nur einfach sitzen. Und in Stille ist doch Satsang da. Also ich konnte da nicht da viel dabei sein. Für mich war der Platz kraftvoller. Ja, und irgendwann kam ich, als ich so und so oft da war, nach Deutschland und habe gemerkt, dass der weiterhin auch hier ist. Also das, was für mich die Qualität von Ramana gar nicht, das war dann gar nicht mehr so intensiv in Indien. Ich habe gedacht, oh, jetzt ist der weg oder was, der taucht ja gar nicht mehr auf. Aber dann gemerkt, das, was ich da entdecken durfte oder so, dass das gar nicht weggeht. Mhm. Und seit 2010 war ich dann gar nicht mehr in Indien. Nächstes Jahr das erste Mal wieder, nach 8 Jahren. Aber jetzt, also lange Zeit nicht. Aber es war für mich eine gute Unterstützung, so darin, wie so einen Anker zu finden, zur Ruhe zu kommen. Wie so ein Großvater vielleicht, so eine Begegnung mit jemandem, der mir den Weg von innen so zeigen kann. Und ja, so das war so mein innerer Guru, könnte man vielleicht so sagen. Manche nennen das, glaube ich, auch den Satguru, oder? Satguru, genau. Ja, schön. Und dann, wo du wieder zu Hause warst, da hast du war das mehr gereinigt und der Impuls kam dann eher auch selber drüber zu sprechen oder so? Der kam nie. Also es kam nie von mir der Impuls, selber drüber zu sprechen. Ich war irgendwann nicht mehr mit meinem Freund zusammen und dann habe ich eine Zeit lang massiert. Das habe ich total gerne gemacht. Ich habe viel Körperarbeit dann irgendwie gemacht. Und dann kamen Menschen auf mich zu, die mich kannten, noch aus der Zeit, wo ich immer in den Satsangs saß. Und dachte, hey, kannst du das nicht auch machen? Und es wäre schön, wenn du auch einen Satsang geben würdest. Können wir das nicht irgendwie organisieren? Und ich immer nur, hey, was soll ich denn da machen? Und ich weiß gar nicht wie und ich kann das gar nicht. Und habe da irgendwie so Widerstand geleistet. Und habe dann mich noch mit jemand anderem unterhalten, der Satsang gibt, und habe gesagt, du, was mache ich denn da? Ich will da jetzt nicht irgendwie so eine Ego-Nummer durchstarten oder ich will nicht von mir aus. Was soll ich denn da? Da machen noch genug andere, warum soll ich denn? Der hat nur gesagt, du, wenn du gefragt wirst, was mischst du dich da ein? Ja? Was mischst du dich ein, wenn das Leben das möchte? Ja, gut, stimmt eigentlich. Kann ich auch ausprobieren und mich da hinsetzen und gucken, was passiert. Und das war dann erstmal am Anfang irgendwie spannend. So, das war vielleicht 2011. So, weiß ich gar nicht mehr genau. So rum. Ja, und dann hat es so seine eigene Form angenommen. Ja, wow. Ja, eine schöne Geschichte. Ja, gell. Ich glaube, die klingt auch jedes Mal ein bisschen anders, wenn ich danach gefragt werde. Aber wo kommt denn der Name Venu eigentlich her? Ist das Einzige, woran es mich erinnert, ist Venus? Ja, das sagen auch manche, dass es sie daran erinnert, an die Venus. Aber es hat gar nichts mit Venus zu tun. Die Venu ist die Bambusflöte, auf der Krishna seine Melodie spielt. Also es ist die Übersetzung, es ist ein Sanskrit-Name. Also quasi, ich darf mich hier hohl machen und einfach
die göttliche Melodie auf mir spielen lassen. Ah, okay, verstehe. Hat sich denn im Laufe der Jahre etwas daran verändert, seitdem du jetzt darüber sprichst, wie du deinen Satsang hältst und deine Botschaft weitergibst? Ja, es verändert sich permanent, die Art und Weise. Ich merke, da ist ständige Wandlung und Prozess auch in diesem System hier. Und am Anfang war dann noch viel mehr so ein Wollen, dass ich dem Gegenüber helfe irgendwie oder besonders nett da bin oder ja, irgendwie ein bisschen unbeholfen manchmal auch. Mhm. Und es ist mehr und mehr so ein nicht wollen und gar nicht interessiert sein, dem anderen unbedingt zu helfen, sondern irgendwas geschieht so von alleine und ich merke schon, dass sich mehr und mehr das alles hier da hinein entspannt, in diese Aufgabe oder in was auch immer, wie man das nennen will. Mhm. Das ist schon ein Prozess irgendwie so, finde ich. Es ist nicht immer gleich und das ist viel mehr Ruhe da, so würde ich es wahrnehmen. Für mich jetzt so, dass ich manchmal auch gar nicht unbedingt sprechen will und muss im Satsang oder. Beantwortet das deine Frage? Ich weiß nicht. Ja, ist ja gut. Also, ich sehe das nicht so, dass ich irgendwie eine Botschaft habe. Ich würde nicht sagen, meine Botschaft. Ja, gut, das war vielleicht nicht die glücklichste Formulierung. Aber du sprichst ja zum Beispiel übers Erwachen. Und wenn man es so nennen kann. Und ich würde gerne mal wissen, was das in deinen Worten beschrieben ist. Das Erwachen. Ja. Ich so still werde und die Augen zumache, dann eigentlich nur, weil ich selber überprüfen muss, wie ist es eigentlich? Was ist Erwachen überhaupt? Ich habe darüber keine Konzepte, keine Gedanken. Ich muss das jedes Mal für mich selber neu entdecken. Es ist nichts für mich, was ich irgendwie mal abgehakt habe und jetzt habe ich es so. Ich bin erwacht oder ich bin erleuchtet oder sowas. Das wäre das Ego, was das nehmen würde, der Verstand, das Denken. Ich habe irgendwas verstanden, ich habe es irgendwie geblickt, ich bin das und das, ja, ich bin das Universum oder wie, ich bin ja, Gott ja. Oder ich bin Atman, keine Ahnung. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, genau. Fertig, ja. Nächstes Kapitel. Das, ja, also dieses Aufwachen, Erwachen. Solange es hier etwas gibt, was denken und handeln und fühlen kann, kann es das die ganze Zeit immer wieder neu entdecken und schmecken und erforschen, was es nicht ist. Also, wir haben ja ganz oft diese Idee, ich bin der Körper oder ich bin dieses Gefühl oder ich bin dieser Gedanke. Und wenn ich dann das für mich ein bisschen genauer erforsche, ob das stimmt, ob das wahr ist, bin ich das? Bin ich irgendwas, was sich ständig verändert und immer wieder anders ist? Und kann ich feststellen, nee. Okay, was bin ich denn? Irgendwas muss ja hier sein, was permanent hier ist, was sich nicht verändert, was einfach da ist und von den Umständen überhaupt nicht beeinflusst wird. Und dann wird es für mich still einfach. Das ist der Punkt, wo ich nur noch beobachten kann und das Beobachtende beobachte und so weiter. Das ist wie nicht mehr
Da gehen die Worte nicht hin. Wenn ich jetzt sagen würde, oh, das ist das Erkennen, dass ich alles bin. Natürlich ist es wahr, aber das bringt keinem was, wenn ich so spreche. Bei jemandem, der mir zuhört, ist ganz oft so ein Oje, und wie, alles ist nur Illusion, und was bedeutet das denn? Dann, es bringt nichts, darüber zu sprechen. Aus meiner Perspektive ist es, das wird erkannt. Es wird erkannt, dann, wenn es erkannt wird, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist eigentlich für viele nur stressig, danach zu suchen und darauf zu warten, dass diese Sicht irgendwie geschieht. Und dann ist man ein Sucher, dann wird man in diesem Leben zu einem Suchenden und ist damit beschäftigt. Stressig, ja. Wenn, dann versuche ich zu unterstützen, dass jemand damit aufhört, mit diesem irgendwas finden und suchen. Ja. Weil das Einzige, was hier ein Problem hat, wenn man so will, ist wenn wir nicht entspannen können mit den Empfindungen, die da sind, mit den Gefühlen, mit den Sachen, die uns triggern. Ne? Das sind Sachen, wo ich finde, da kann man lernen, wie man damit gut und neu anders sein kann, aber nicht erwachen. Also das ist ich kenne niemanden, der das gemacht hat. Ja. Es ist eher ein Beiprodukt. Oder ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann die Frage nicht beantworten. Naja, ich habe ja nicht nach einem Rezept gefragt, wie das jetzt möglich ist, sondern nur generell, wie man das beschreiben könnte. Mhm. Aber vielleicht ist das auch so ganz gut. Auf deiner Website stand was, war das Wort wahres Selbst, habe ich gelesen. Wie würdest du das wahre Selbst beschreiben oder was meinst du damit? Wahres Selbst. Letztendlich sind alle Begriffe total blöd. Also, es tut mir leid, das eigentlich so überhaupt zu beschreiben. Ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang das vielleicht auf der Webseite steht, aber hast du den Satz irgendwie, der da stand? Oh nee, ich habe ihn leider nicht mehr. Oder wahres Selbst rausgepickt? Nee, hab ich nicht mehr. Aber gut, wir können das auch fallen lassen, können zur nächsten Frage übergehen. Okay. Also du gibst Body-Satsangs und normale Satsangs. Was genau ist ein Body-Satsang und worin besteht der Unterschied zum normalen Satsangs? Zu normalen Satsangs. Ich weiß nicht, wo du das gelesen hast, dass ich zwei verschiedene Satsangs habe. Oh, das ist falsch? Entschuldigung. Schön, dass du die Frage stellst, weil die taucht ja auch vielleicht öfters mal auf. Body-Satsang ist nicht ein Begriff, den ich mir überlegt habe. Das war, der kam wie so mitten im Satsang zu mir. Das war eine innere Stimme, und zwar war das Oshos Stimme, wo ich eigentlich gar nicht so viel mit Osho zu der Zeit, wo das so kam, zu tun hatte oder mich für ihn interessiert hatte. Und da kam halt so, das, was du machst, das Body-Satsang, nenn es Body-Satsang. Und in mir ging alles auf, was hat denn Satsang mit Body zu tun? Und also ich war auch im Widerstand mit diesem Begriff. Und das war ein Prozess, das war wie ein mehr und mehr entdecken, um was es da eigentlich vielleicht geht in dem Satsang, wie ich ihn mache und was da geschieht. Und ich gar nicht so wie andere vielleicht so mental einlade oder mit diesen Fragen, wer bist du, und da so viel mit, also es kommt auch schon mal vor, aber eher selten, weil ich merke, das geht eigentlich eher nur in eine andere Richtung, wo wir es intellektuell verstanden haben, gelesen haben. Body-Satsang ist
ich lade eher ein zur Stille, zur Ruhe, über den Körper. Das, was weiß ich, wenn derjenige erstmal bei seinem Körper ankommt, den haben wir nämlich immer bei uns und den an bestimmten Stellen mal ein bisschen mehr wahrnimmt, dann kommt hier oben was so in meiner Erfahrung, sobald jemand mal kurz hier irgendwo hinspürt, wo vielleicht der Körper sich gerade meldet, egal wo das ist. Kann ja jeder auch mal für einen Moment machen, der gerade zuhört. Vielleicht gibt es eine Stelle im Bauch, im Rücken, im Kopf, in den Schultern. Vielleicht ist es auch einfach nur den Atem zu bemerken. Und was das Ganze macht, ist, dass es die Aufmerksamkeit hierher zieht. Es zieht die Aufmerksamkeit direkt in den Körper, hierher in diesem Moment. Das ist was, was wir sofort hier in diesem Moment abrufbar haben, Körper. Und ja, das ist letztendlich vielleicht dadurch, Bodysatsang lädt direkt in diesem Moment ein. Und es ist nichts anderes als Satsang, also was ein normaler, klassischer Satsang bedeutet. Das ist für mich ein Bodysatsang. Also es hat einfach den Begriff angenommen. Und kannst du den Begriff Satsang aus deiner Sicht erklären? Oder ist es so? Ja, das Erforschen von dem, wer ich in Wahrheit bin. Das ist für mich Satsang. Ich glaube, in diesem Zusammenhang war der Begriff wahres Selbst im Vergleich zu dem, was man glaubt, dass man ist normalerweise, glaube ich, das war das auf der Website genutzt. Genau, das, was ich in Wahrheit bin oder das, was hier sozusagen überbleibt, das, was hier ist, das zu entdecken, das zu erforschen, das hier in diesem Moment so auf eine Art zu kosten, Satsang anzuhalten, rauszukommen aus dem, wer ich denke, wer ich bin. Und was ist das normalerweise, wer ich denke, wer ich bin, versus, also im Gegensatz zu dem, was ich eher bin? Ja, meine tausend Rollen, an die ich glaube, ich bin Mutter, ich bin Tochter, ich bin das, ich bin da und ich muss das machen und ich bin die Geliebte von und da. Diese ganzen tausend Rollen und Muster, die wir sind, die wir meinen zu sein, die wir spielen den ganzen Tag. Diese ganzen Masken, wenn die alle wegfallen und ich aussortieren kann, dass ich keine Maske bin, was ist das, was bleibt, was immer hier ist? Sozusagen dieses neutrale Sein, wahres Selbst, wahres Sein. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennen will. Das, was hier bleibt, ja? Jenseits von all den ganzen Konditionierungen, Gedankenmustern. Also auch jenseits von, ich bin Andi, der 35-jährige Synchronsprecher oder sowas. Ja, genau. Was ja normalerweise so das Äußerste ist, was wir von uns denken, was wir sind. So, ich bin ja diese Person. Wie wenn ich von der Zwiebel so schäle, was ist das, was im Kern überbleibt? Was, ja. Das, was unmittelbar da ist, da, wo du mit dem Körper und deswegen Bodysatsang. Der Körper fällt dann auch weg. Also natürlich bleibt vom Bodysatsang dann nur noch sozusagen satt über. Die Sangha fällt auch weg. Sang ist ja von Sangha, von der Gemeinschaft und satt, Wahrheit. Also was bleibt da eigentlich über? Ja, ist einfach eine wunderschöne Einladung sozusagen hierher. Erzähl doch mal ein wenig über deine Tätigkeiten als Heilerin. Du hast Essenzheilung angeboten, so viel ich weiß. Heilerin. Oder? Ja, okay, ja. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Es sind ja alles nur Namen und Etiketten. Aber was ist das genau mit der Essenzheilung? Was passiert da? Das würde mich interessieren. Die Essenz ist bereits heil. Also es wird nicht die Essenz geheilt oder sowas, könnte man von dem Wort ableiten. Die Essenzheilung ist letztendlich eine Tiefenentspannung. Da legen sich die Menschen in den Raum. Meistens mache ich es in der Gruppe, im Retreat zwischendrin. Es ist ganz schön, nicht nur über die Sprache und im Gegenübersitzen zu erforschen, sondern sich hinzulegen. Dann mache ich dann so ein paar einführende Worte.
wo ich zusammen sozusagen mit den Leuten das System mal durchscanne, wie es so da liegt und dass es sich mehr entspannen kann und ein guter Kontakt da ist. Und dann gehe ich rum und also da läuft dann meistens noch Musik dazu, die irgendwie entspannt, und berühre einfach die Menschen an den Schultern oder am Kopf oder auch manchmal an anderen Stellen. Das ist kein Energieübertragen oder Reiki oder irgendwas, sondern ich bin einfach präsent und da mit dem, der da halt gerade liegt, und es entlädt sich meistens ganz viel im Körper. Also es fängt vielleicht an, sich zu schütteln oder zu schreien, zu weinen, zu lachen. Da ist einfach dann die Möglichkeit sozusagen, dass der Körper da mal ich kann immer nur entladen, das glaube ich so gut beschreiben. Und es findet auch oft ein Erkennen statt, einfach nur in diesem Ruhen, in diesem Nichtstun, nichts hinzufügen, nichts wegnehmen, nichts verändern, einfach nur bemerken. Kein irgendwas ist falsch mit dir. Das wird registriert so oft in der Essenzheilung. Es ist sehr einfach. Es ist was ich dann öfters mache, nicht nur einmal, dass der Körper sozusagen da wie so eine Erinnerung abspeichert, dass alles gut ist. Mhm. Ja, ist nur eine andere Form von Satsang letztendlich. War schön. Ja. Und das ist auch ursprünglich, der Cliff Sanderson hat das Intentional Healing, hieß es damals. Der hat es quasi erfunden, oder wie man es nennen will. Mhm. Und Gaia war bei ihm in den Workshops und hat ihn hier in Deutschland unterstützt. Inzwischen lebt er nicht mehr, der Cliff Sanderson. Mhm. Und Gaia hat es dann ein bisschen verändert in seiner Form. Und die Workshops haben wir dann zusammen gegeben über die Zeit, wo wir damals zusammen waren. Mhm. Und da habe ich irgendwie viel gelernt und mitgenommen von den Menschen, die diese Idee von Heilung haben und Heiler sind. Und da kamen zu den Workshops immer viele, die so selber was anbieten oder eine Praxis haben und das ergänzend vielleicht noch anbieten wollten, alle möglichen Konzepte hatten von Heilung und was da geschehen müsste und was sie tun sollten. Nicht einfach nur da sein, sondern was sie derjenige sind, der heilt, dass ich diejenige bin, die das verursacht. Ja. Denn häufig bei der Essenzheilung war es so, dass Symptome verschwunden sind oder dass irgendwelche Krankheiten plötzlich nicht mehr da waren, und das war halt nicht oder einfach dieses tiefere Ruhen, in Frieden kommen. Mhm. Und das war so nicht erklärbar für den Verstand, was denn da nun eigentlich passiert. Wir machen doch gar nichts, wieso kommt denn da, wieso verändert sich das dann alles so, ne? Warum geschieht da denn Heilung? Und eben dieses Nicht-Tun haben wir nicht gelernt ursprünglich. Das nicht zu tun, sondern einfach präsent zu sein, einfach nur da zu sein. Nicht mal das ist ein Tun. Mhm. Einfach nur sein. Ne? Mhm. Und das kommt irgendwie an bei der Essenzheilung. Das habe ich gerne da mitgenommen. Ja. Schön. Machst du es heute auch noch oder nicht mehr? In den Retreats manchmal, ja. Das ist eine schöne Mischung dann. Wie genau funktioniert die Erforschung, wer ich wirklich bin, die du anläutest? Oder ist das, hast du das praktisch jetzt somit schon erklärt? Kann ja sein, dass das schon war. Es ist sehr unterschiedlich, wie ich dazu einlade, je nachdem, wer mir gegenüber sitzt.
ich kann empfehlen, erstmal zu gucken, was ich nicht bin. Das ist immer ein guter Einstieg, auszusortieren, was ich dachte, was ich alles bin. Und so, sozusagen diese Zwiebel zu schälen, was ich nicht bin. Mhm. Wie ich vorhin schon beschrieben habe, so bin ich der Körper, bin ich die Gedanken, bin ich die Empfindungen, die Gefühle. Das ist was jeder selbst für sich machen muss. Das kann ich nicht irgendwie vormachen. Das bleibt, ist jedem sein eigener Job sozusagen. Mhm. Und wer darin Unterstützung möchte, kann ja einfach zum Satsang kommen. Dann können wir dann da gucken. Aber so... Mhm. Ja, klar, dass du jetzt nicht irgendwie so A, B und C davor gehen kannst, das wäre es ja auch noch. Ne? Das, dann könnte man ja eben ein Blatt in die Hand drücken und dann war es das. Genau, so wie in der Schule. Aber auf deiner Website steht, dass sich die Erwachungserfahrung auf das ganze Nervensystem beziehen kann. Da steht also auch, dass es wird eine neue Orientierung des Nervensystems beschrieben. Kannst du dazu ein paar Worte noch verlieren und wie das in einem Alltag sich da auswirkt? Diese Neuorientierung des Nervensystems oder was da so passiert oder wie das aus deiner Erfahrung ist, dass da sich mit diesem, dass ich halt mit dem Erwachen sozusagen eine Neuorientierung des Nervensystems passiert. Das sich müsste man jetzt streichen, der letzte Satz war nicht so gut formuliert. Alles fein. Ich rede da ja auch ständig komische Sätze. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Wenn ich mehr und mehr zur Ruhe komme, sozusagen in mich hinein falle, in die Entspannung, meinen Hintern spüre, auf dem ich sitze, die Rückenlehne spüre, die mich gerade hält, wirkt sich doch sofort eine Entspannung im ganzen Körper aus. Also dieses Registrieren des Kontaktes, zum Beispiel jetzt gerade Körper zum Stuhl, das hat doch einen Effekt. Ne? Das löst doch sofort was aus, wenn man da für einen Mini-Moment die Aufmerksamkeit dahin kommt. So, wenn das schon so ein kleiner Moment schon so eine große Auswirkung hat im Entspannen, im Ankommen, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, was das für eine Auswirkung hat, wenn Empfindungen, die gedeckelt waren über Jahrtausende, abgespeicherte Informationen, wenn die ins Licht kommen, wenn die sichtbar werden, wenn die sich sozusagen wohlfühlen, sich zu zeigen, unterdrückte Empfindungen, die nicht da sein durften, irgendwie, warum auch immer. Das System fängt dann an aufzuatmen, fängt an Vertrauen zu finden, fängt an mit der ganzen Natur in Kontakt zu gehen, mit seinem Umfeld, fängt an sich auszudehnen, ein ganz anderes Gefühl von hier sein, nicht mehr ein irgendwie halten, zurückhalten, verstecken, klein machen. Natürlich hat das eine Auswirkung aufs ganze Nervensystem. Das ist wie ein Schwamm. Es bewegt sich hier, nimmt auf, macht auf, macht zu. Es bewegt sich die ganze Zeit. Das Nervensystem ist hier irgendwie an Bord. Und wenn es hier irgendwas gibt, dann eben scheint jedenfalls ja irgendwie jeden Tag dabei zu sein. Dann kann man sich ja mal darum kümmern oder sich dem zuwenden. Ne? Einfach nur zu erkennen oder
abzuhaken, ah, ich bin ja gar nicht der Körper. Es ist eine Geschichte so, die auch wieder nur eine Geschichte ist. Das hat so eine andere Auswirkung im Hiersein, wenn das hier alles mit einbezogen wird. Für mich jedenfalls. Das habe ich. Es ist für mich relativ neu. Es war die ersten Jahre, wo ich sozusagen im Satsang war, überhaupt nicht interessant. Da war ich einfach immer nur im Genießen von dieser Weite, von dem Nicht-Identifiziert-Sein mit dem Körper. Ich war gar nicht anwesend irgendwie in meinem Körper. Ich hatte das Gefühl, ich stehe irgendwie irgendwo, aber bin hier gar nicht so richtig mit im Kontakt. Und das hat sich durch irgendwelche Erinnerungen, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, verändert, dass ich gemerkt habe, es macht einen riesen Unterschied, wenn ich meinen Bauch spüre und wenn ich so hier in Kontakt komme mit der Welt und der Erde und den Menschen, angefangen Kontakt zu lieben, Nähe zu mögen. Das ist so wie Nahrung für die Zellen. Das ist einfach, fühlt sich ganz anders an, wenn man das ohne das, was damit passieren muss, dass man irgendwas machen braucht, als Geschenk, das Nervensystem als Geschenk anfangen kann zu entdecken. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt von der Beschreibung her. Das ist die ganze Zeit am Lernen, vielleicht so. Ich merke, dass sich das ständig verändert, wie sich das verhält. Ein großes Thema ist für dich auch Weiblichkeit, besonders erwachte Weiblichkeit, jedenfalls wenn ich mir die Website so anschaue. Kannst du darüber ein bisschen erzählen, was es für dich bedeutet, deine Weiblichkeit voll erwacht zu leben? Und beinhaltet eine vollgelebte Weiblichkeit grundsätzlich Offenheit und Freundschaft anderen Frauen gegenüber im Vergleich zu der weniger erwachten? Das finde ich sehr faszinierend, weil da kann ich natürlich als ja, männlich ausgedrückter Part nicht wirklich so ganz mich hineinspüren vielleicht. Aber es interessiert mich, es klingt sehr spannend. Egal ob auf dem weiblichen oder auf dem männlichen. Meistens steckt da ja ganz viel Scham rund im Bereich Sexualität und irgendwie nicht so ganz gelebte, ist meistens nicht so eine gelebte Energie oder eine, die wir immer so mit dabei haben, sondern eher so irgendwo im Kämmerchen oder im Schlafzimmer auspacken dürfen, von unserer Konditionierung her. Und vielleicht kann ich das so beschreiben, dass wenn das Weibliche erwacht oder das Männliche erwacht, egal ob es weibliche oder das Männliche ist, dieses Gewahrsein über die Sexualität. Also wirklich in dem Körper, mit dem Körper, aber ohne Gedanken, was das ist, was das bedeutet. Aber diese Energie nicht wegdrücken oder wegmachen, weil jede Begegnung, wie wir hier beide gerade, findet nicht nur hier einen Kontakt statt, einen Austausch, sondern auch hier im Herzbereich, im Schoßbereich, mit dem ganzen Körper, die begegnen sich ja hier, diese Systeme. Und oft sind wir irgendwie so erstmal aufgewachsen, uns nur so von hier irgendwo zu begegnen und nicht mit dem ganzen Rest. Und das... Also mit dem Schoßbereich meinst du jetzt, wo die Genitalien sind? Ja, das zu Joni zum Beispiel. Man kennt ja auch den Satz, ihr setzt sich auf den Schoß und dann sitzt man aber nur auf dem Knie. Also der Oberschenkel ist nicht gemeint, sondern schon der Genitalbereich, oder? Mit Schoß ist gemeint alles
sozusagen Bauchnabel oder Unterbauchnabel so ungefähr. So, warte, ich muss mal ganz kurz. Ja. Also, ja. Bauchnabel und einfach dieser ganze Raum. Schoß ist ein Raum, erstmal mit gemeint, von der Definierung her. Nicht unbedingt Joni oder nur Gebärmutter oder sowas, sondern Schoß. Ja. Ja. Da, wo die weiblichen Organe drin sind, diese Energie drin ist. Das ist so der ganze Schoßraum. Könnte sagen, das Zentrum der Frau, ihrer Kraft, liegt im Schoßraum. Nicht umsonst gebären wir da auch und schöpfen da kreative Energien und so. Ja, das sind sehr viele wie so innere Räume, die, wenn wir die nicht kennen und noch nie besucht haben, wie still liegen oder gar nicht wahrgenommen werden oder wie so zugedeckt sind. Also ich konnte das überhaupt gar nicht wahrnehmen, dass es irgendwie solche Räumlichkeiten da gibt. Ich kenne auch viele Frauen, die trotz, dass sie Kinder zur Welt gebracht haben, diese Energieräume gar nicht in sich gespürt haben vorher. Und eine Frau, die sozusagen da, wo das aufwacht, dieser Bereich, die fängt an, ganz anders mit sich selbst in Kontakt zu sein und ganz anders in Kontakt zu sein mit anderen Frauen, mit anderen Männern, ihre eigenen Grenzen, was für sie stimmig ist und was nicht, ausdrücken zu können, in Kontakt zu bringen. Sie empfindet auch die anderen Frauen nicht mehr als Konkurrentin, ne? Weil das ist, was oft die ganze Zeit abläuft. Eifersucht. Diese sogenannte, in Amerika nennt man das Catfights. Ja. Weil es so daran erinnert, wenn die Frauen sich total anzicken. Ja, kenne ich aus meinem Leben auch gut. Und das hat sich verändert mit dem Erforschen, mit dem Gewahrwerden dieses Raumes und dem der anderen Frau. Und diese besonderen Universen, die ganz unterschiedlich sind, zu kennenzulernen, oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, halt überhaupt nicht von hier, sondern von einem ganz anderen Gewahrwerden, von einem ganz anderen. Es gibt Frauen, die können das alles viel besser beschreiben als ich, ja. Die Mayona zum Beispiel schätze ich sehr, meine Herzensschwester, die da total gut drüber sprechen kann. Wir haben auch Kongresse zum Beispiel zusammen gehabt zu diesem Thema. Und sie hat auch viel darüber gesprochen. Da findet man auf YouTube oder im JetzTV auch sehr schöne Videos dazu. Das ist noch ein bisschen genauer. Von der Beschreibung her finde ich sie da sehr, sehr gut, in dem, wie sie das. Also das fördert praktisch die Empathie auch. Oder, und es macht nicht mehr eine Konkurrenz, sondern es hat für mich sozusagen ein wirkliches Begegnen möglich gemacht, ein Interesse für die andere Frau. Oh, da ist noch eine schöne Blüte auf der Blumenwiese, ja? Nicht, oh, die ist ja viel hübscher als ich oder dieses Vergleichen mehr, sondern es ist eine Verbindung da. Es ist wie ein Wissen, die hält die gleichen Schätze in sich wie ich, aber ganz andere. Also wir haben zum Beispiel, dass wir Gebärmutter-Talks machen. Oh, interessant, da wollte ich eh drauf ansprechen. Was ist das denn überhaupt? Genau. Wie geht das denn? Es klingt, also nimm es mir nicht übel, aber ich beschäftige mich damit in der Regel nicht und es klang für mich schon etwas abgedreht, so, hä, Gebärmutter-Talks? Was machen die denn da? Frag mal, wie geht's dir denn da unten? Oder? Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ohne Scherz, was ist das? Ich fand das total befremdlich und komisch, als ich das auch zuerst gehört habe und dachte, mein Gott, was machen die denn da? Konnte mir das gar nicht vorstellen, bis ich das selber ausprobiert habe. Und das, um das kurz zu beschreiben, es ist wie so ein uraltes Wesen, was die Frau, die begleitet wird von der anderen Frau, also es gibt eine Frau, die stellt so wie du, hat halt Fragen vielleicht vorbereitet, die sie irgendwie die Frau halt fragen will.
Und die Frau, die liegt, ist angezogen, ist einfach nur vielleicht eine Hand auf dem unteren Bauch. Die antwortet halt nicht von ihrem Intellekt her, von dem, was sie weiß, was sie denkt, was sie weiß, und sondern die merkt irgendwann, dass dann was ganz anderes aus ihr heraus spricht. Und das kannst du jetzt nicht irgendwie, man kann das nicht nachvollziehen, wenn man es selber nicht erlebt hat. Ich habe jetzt auch gerade kürzlich wieder Frauen begleitet, die das erste Mal, das ist bei jeder Frau möglich, und zwar innerhalb von ein paar Minuten. Das ist nicht mal, dass es ewig weit weg ist oder schläft. Ja. Die will nur mal angesprochen werden in dem Bereich. Mhm. Und fängt dann meistens an zu weinen oder ist total berührt über das, was da in ihr ist und was da für eine Weisheit ankommt und was für super Tipps sozusagen die von sich selber für sich selber hat und anfängt, auf die zu hören. Also das heißt, durch diese Energie kommen praktisch Erkenntnisse oder Weisheiten oder Tipps, die einem die dann helfen können im Leben, ja. Was vielleicht auch absolut Beziehung oder Liebe Tipps. Oder Sexualität angeht, ja. Vielleicht irgendwelche Wünsche, ob man dies oder das mal ausprobieren sollte oder sich dem Partner so oder so öffnen sollte oder sowas in diese Richtung, zum Beispiel, das ist ein total, banales Beispiel. Total praktische Sachen kommen da manchmal bei raus, das finde ich schon sehr abgefahren, wie praktisch die sein kann, so dieser Gebärmutterraum, der einem da so klar Impulse gibt. Aber manchmal auch sehr kollektiv. Also es ist manchmal gar nicht so nur mit der Frau selber gemeint, sondern manchmal ist es noch wie sowas Größeres. Und die Frau entdeckt dann auch, dass sie ein Teil von diesem Größeren ist und gar nicht so sehr nur dann auf sich mehr konzentriert ist, sondern diese Verbindung wird dann klarer und dieses Mysterium es geht einfach ein völlig anderes Universum auf, wenn die das entdeckt. Das ist wie ein neuer Planet. Ja, also das ist dann sozusagen wie nicht, ja, ich bin jetzt hier nur die Frau, sondern ich bin das Universum sozusagen. Das ist ja auch nur so ein Ausdruck, aber ja, sie entdeckt oft, dass sie wie als wenn das Universum durch sie durchspricht. Diese Anbindung dann da ist. So eine ganz uralte Seele, die da spricht, wenn man es so bezeichnen kann oder will, weiß ich nicht. Gibt es auch für Männer mit, aber ich weiß nicht, wie wird man es bei Männern nennen, die haben ja keine Gebärmütter, so ein Penis doch. Es geht nicht darum, dass die Frau eine Gebärmutter haben muss. Also manchmal ist die rausoperiert und trotzdem ist energetisch dieser Raum da. Aha, so. Energetisch ist die Gebärmutter, es ist nicht die Gebärmutter gemeint als Organ, die dann da irgendwie wabert und spricht. Sondern eben, und der Mann hat letztendlich auch diese weiblichen Qualitäten. Ich habe jetzt aber noch keinen Mann getroffen, der das jetzt gemacht hat oder irgendwie das entdeckt hat, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Ja, das ist interessant, das mal mit Mann auszuprobieren. Die das gerne, es gibt auch Männer, die waren mal dabei und die haben gesagt, boah, in mir fing das dann innerlich an zu vibrieren und zu beben und ich habe mich da verbunden gefühlt und wusste gar nicht, was jetzt da los ist. Also es gibt da, glaube ich, noch viel zu entdecken. Spannend. Wir müssen ja nicht gleich alles irgendwie auspacken und ich finde es schön, wenn jeder, wenn er es selber spürt, oh, da gibt es was, anfängt selber zu erforschen und gucken. Ja, da gibt es ja auch Männergruppen, die sich vielleicht damit beschäftigen. Und ja, das ist wirklich toll. Klingt spannend. Auf jeden Fall ist noch eine Sache, die du in Verbindung mit dieser, ich sage es jetzt mal, erwachte Weiblichkeit genannt hast. Und zwar, du hast von einem kollektiven Frauenschmerz, war da die Rede. Was meinst du damit? Da wäre irgendwie was, da stand was von wegen einem kollektiven Frauenschmerz, der ewig alt ist und der vielleicht dann abgelegt wird oder leichter wird durch dieses Erwachen. Der Text ist schon sehr alt. Ich weiß gar nicht mehr, was. Ich bin echt schlimm. Ich weiß nicht mehr, was auf meiner Webseite steht.
Ach so. Sagt dir das überhaupt noch was, kollektiver Frauenschmerz? Es sagt mir alles was, aber der Zusammenhang, also es ist schon was anderes, wenn ich... Gut, wenn ich jetzt einfach mal sage, kollektiver Frauenschmerz, was fällt Ihnen dazu ein? Und du kannst einfach frei plappern. Geht das vielleicht? Gucken wir mal. Kommt da was raus? Gucken wir mal. Also in unserer Geschichte gab es eine Zeit, wo die Frauen im Tempel wie Göttinnen gelebt haben, verbunden waren miteinander, kraftvolle Rituale gemacht haben, ganz anders als Heilerinnen benannt wurden, verwoben waren, zusammengearbeitet haben, Zeiten hatten, wo sie nur miteinander waren und nicht das vermischt war mit Mann und Frau. Irgendwann kam eine Zeit, wo dieses Mann-Frau, Mann-Frau, Mann-Frau und nicht mehr die Frauen miteinander waren. Mhm. Da gab es wie so einen Bruch, einen Schmerz im Kollektiv. Sozusagen diese Schwesternkreise, die sich gestärkt haben, die Frauenkreise, die sich genährt haben, die Männerkreise, die sich getroffen haben, die zusammen auf die Jagd gegangen sind, die eben ihre Rituale gemacht haben in dem Männerverbund. Die sind auch weggefallen. Es ist ja nicht nur das Weibliche, sondern auch das Männliche, was dann da irgendwie auf eine Art ins Ungleichgewicht gekommen ist. Mhm. Und auf eine Art sehnt sich was in uns wieder zu verbinden miteinander in dieser, weil ich merke, jedes Mal, wenn das dann passiert und es kommen dann so Frauenkreise zusammen, das mache ich manchmal, ist es total tief und nährend und öffnend und keine fühlt sich mehr beobachtet. Von wenn dann eine männliche Energie in den Raum kommt, ist sofort einfach was anders. Es ist nicht irgendwie schlimm oder so, aber es ist einfach, dass sich Frauen dann leichter verstellen oder vielleicht sich beobachtet fühlen und unsicher fühlen durch alles mögliche Triggerer, die dann da aktiviert werden. Schade, ne? Aber es ist halt wohl so. Halt, ja, es verändert sich auch dann, wenn Frau ganz bei sich ist, wenn sie in meinem Mann genauso, wenn da keine Unsicherheit mehr ist, sondern so dieses Wissen, mir kann nichts passieren, ich bin vollkommen, da ist nichts, was fehlt oder ich bin nicht falsch. Oh. Wenn das wieder da ist, dann kann es, dann ist die Feier da, dann kann sich das vermischen und es ist egal. Ich bin nicht mehr damit beschäftigt, oh, gefalle ich jetzt demjenigen oder nicht. Mhm. Ich habe gar kein Mangelgefühl, wenn das da gestärkt und genährt wurde. So und ja. Ich habe lange Zeit mich als Einzelkämpferin gefühlt. Ich musste irgendwie das alleine schaffen als Frau. Ich hatte nicht das Gefühl von Verbundenheit mit anderen Frauen. Es waren eher wie Konkurrentinnen oder so. Ich kannte das nicht. Ich fand das auch eher befremdlich und komisch, wenn da mehrere Frauen zusammen waren. Ja, oh Gott, ich habe immer viel lieber mit den Jungs gespielt oder mich mit... Die fand ich immer cooler und entspannter irgendwie und nicht beschäftigt mit dem, wie sie aussehen. Und haben einfach irgendwie entspannter gewirkt. Aber eigentlich hatte ich nur Angst vor wirklicher Begegnung zutiefst mit einer Frau. Du begegnest dir selber auf einer ganz anderen, tieferen Ebene, wenn das gleiche Geschlecht dir gegenüber sitzt und dich sozusagen einlädt, zu erforschen, was da alles dazwischen liegt an Gedanken, Bewertungen. Mhm. Und für mich hat das verändert, dass ich keinen Unterschied mehr sehen kann zwischen Mann oder Frau. Also ich
auch in der Begegnung nicht. Ich würde sagen, ich bin den Frauen genauso gegenüber offen wie den Männern. Da ist keine Unterscheidung mehr da. Es schließt nichts mehr aus. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich bin. Ich weiß überhaupt nicht, bin ich jetzt eine Frau, bin ich ein Mann? Was bin ich eigentlich genau? Ach so, ja, okay. Es ist gefühlt alles da. Ja, okay. Du hast auch schon mal mit Ina Rudolph zusammengearbeitet. Die hatte ich ja auch zum Gespräch, zum Interview. Kannst du mir kurz was über eure Zusammenarbeit erzählen? Das wäre für mich sehr spannend. Ja, Ina und ich haben viel Spaß miteinander. Wenn wir uns treffen, immer viel zu lachen. So. Ganz kurz, wer jetzt hier zuhört und noch nicht sich beschäftigt hat mit Ina Rudolph, die bietet die Work von Byron Katie an, eine Fragetechnik, mit der man Gedanken, die einen stressen, hinterfragen und vielleicht auflösen kann dadurch. Ja. Eigentlich hat Byron Katie nichts anderes wie Ramana mit der Frage, die eigentlich zum Schluss bei The Work überbleibt, wer bin ich ohne den Gedanken. Ja. Letztendlich hat sie diese Erkenntnis gehabt und dann sind diese Fragen dadurch zustande gekommen. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, Gedanken, die ständig einen beschäftigen, zu entlarven, da aufzuräumen. Mhm. Wenn man das aber nur mit dem Kopf macht, kommt man da auch wieder nicht besonders weit. Also es ist auch nochmal ein Unterschied, wenn man den Rest noch mit einbezieht. So, wie fühlt sich das an, wenn ich diesen Gedanken glaube, zum Beispiel? Was für eine Empfindung? Ja, manche machen die Works so, die sagen dann nicht nur, wer bin ich dazu, ohne den Gedanken, sondern auch, wie fühlt sich das für dich an? Die gehört ja dazu, die Frage. Ja. Wer bist du? Nicht nur, wer bist du ohne den Gedanken, sondern die dritte Frage ist ja, wie fühlst du dich, wie reagierst du, wenn du diesen Gedanken glaubst? Wie fühlt sich das an? Ja. Ja, und ich habe selber die Ausbildung für The Work auch gemacht. Und daher kennen wir uns auch. Oh, interessant. Und wie gesagt, mir hat das total geholfen, wie so eine Neuprogrammierung in den Gedanken. Immer, dass ich hinterfragen konnte, ist das wirklich wahr? Kann ich wirklich mit 100%iger wahrscheinlich, also weiß ich wirklich, dass das wahr ist, zu 100%. Und konnte immer bis dann sehen, nee, weiß ich nicht, stimmt, ob das wirklich wahr ist. Das ist ja diese Grundfrage erstmal, die zuallererst auftaucht, ist das wahr und kannst du absolut sicher sein, dass es wahr ist, ja. Mit dem man dann stressige Gedanken oder vielleicht später auch andere Gedanken, wie wenn man möchte, erforschen kann. Ja. Ja. So, und dann konnten wir miteinander, und sie schätzt auch Satsang oder wie ich den halte, wirkt für sie irgendwie entspannend und ihre Witzigkeit in der Art, wie sie die Work von der Gruppe geben kann. Wir haben das letztes Jahr in Berlin einen Tag mal angeboten, hat sie die Work gemacht und dann habe ich einen Satz sagen, machen wir es noch gemischt. Mhm. Und das hat sehr schön sich ergänzt. Also da war dann nach den Worken sozusagen noch nicht ganz was aufgeräumt, wo wir dann im Satsang sozusagen mit tiefer gehen konnten. Und da haben wir einfach mitgespielt. Ich habe manchmal Spaß, mit anderen zusammen was zu machen, wo sich vielleicht, also es ist ja nicht irgendwie für jeden ein Satsang oder für jeden die Work. Und dann kann man das gerade mitnehmen, was man da, für jeden ist was anderes dabei. Man weiß ja immer nie gar nicht, was da jetzt jemandem gerade hilft oder unterstützt. Ja, aber für manche funktioniert auch zumindest jetzt gerade momentan vielleicht, wie sie sich zeigt, dieser Verstandesaspekt besser als der körperliche. Ja. Und andererseits wieder vielleicht woanders, dann ist das dann andersrum. Genau. Oder gemischt. Ja. Und ich mache auch beides, dass sich das sehr ständig sich am Vermischen. Wie gesagt, es war einfach schön und hatten jetzt Lust, nochmal im Juli zusammen in Berlin nochmal so einen Tag anzubieten.
Und ist das schon hat das schon stattgefunden? Im Juli. Der Juli. Achso, Juli. Okay, ja, klar. Ja, okay. Er findet schon noch statt. Aber es freut mich zu hören, dass das schön war und dass ihr euch das auch dann noch, dass ihr es nochmal zusammen anbieten wollt. Das ist interessant. Solche Symbiosen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was ich am besten noch wollte. Ich habe ja eine Menge Fragen vorbereitet, dass ich da fragen könnte ohne Ende, wenn ich unbedingt wollte. Aber jetzt gucken wir mal, was. Ja, schon, wenn ich unbedingt will, aber ich will halt gucken, was mich jetzt persönlich interessiert. Ich würde mir gerne wissen, was du dazu sagst. Das ist jetzt ein bisschen krasses Thema. Kommen wir mal zu einer großen, bekannten Angst, die eigentlich jeder Mensch kennt, die Angst vor dem Tod. Was kannst du zu dieser Angst sagen? Und kannst du Menschen helfen, diese zu überwinden? Es gab 2 oder 3 Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, es ist gleich vorbei. Also, wo der Körper gekämpft hat, auch mit dem Leben. Und das Beispiel, ich würde gerne das Beispiel einfach mal nehmen, weil das so mein Entdecken direkt damit dann auch verbindet und nicht einfach nur eine theoretische Antwort wird. Ein Beispiel, zum Beispiel war ich in der Wüste und da hat mich ein giftiger Skorpion geküsst. Oh. Und ich war gerade mit einer Gruppe unterwegs und es war so mitten in der Wüste, dass ich genau wusste, ich werde jetzt nirgendwo hingehen können. Ich kann nicht irgendwo anrufen. Also mir jetzt von außen Hilfe zu holen, ist jetzt nicht drin. Ne? Mhm. Und ich konnte sofort spüren, wie das in den Körper gezogen ist, wie das gearbeitet hat, wie es ganz langsam, wie durch die Gefäße gewandert ist. So dieses, man konnte das Gift total spüren. Ich hab gemerkt, so das Einzige, was ich machen kann, ist mich da hineingeben, mich da hinein entspannen. Ein Ja, dass es jetzt so ist. Und ja. Ein Ja zum, das war's jetzt. Ja, so ein totales Öffnen des Körpers anstatt des Verspannens, des Schließens. Weil die Gefäße machen dann ja auch zu, wenn wir uns verkrampfen und dann in die Angst und in die Panik kommen. Ist es absolut, ich konnte am eigenen Körper merken, das würde jetzt in Richtung gehen, ja. Mhm. Ziemlich schnell, wenn ich jetzt auch noch dagegen. Das soll jetzt nicht, darf jetzt nicht. Ich will, was weiß ich. Und dieses andere, dieses Atmen, Loslassen, Öffnen, Hingeben. Konnte ich merken, wie das ganz leicht und gut, zwar schmerzhaft, es hat richtig gebrannt. Ja, und das Entscheidende in dem Moment für mich war zu merken, wenn bis das jetzt war, sozusagen in diesem Leben hier mit diesem Körper, gibt es irgendwas, was ich noch erleben möchte, was ich noch machen will, was ich mir wünsche? Diesem Leben, was mir noch fehlt oder so, und konnte nichts finden, was ich noch wollte, oder hätte ich noch jemandem was sagen wollen, oder weiß ich nicht, also da war gar nichts. Und das ist für mich, also egal, ob dann Sterben stattfindet oder nicht, aber wenn wir das sozusagen entdecken können, diesen Frieden, dieses, da ist kein Wunsch mehr. Das, was im Satsang möglich ist letztendlich, dieses es ist Sattheit. Ja, schön formuliert.
kein Suchen, kein Wünschen, kein Hoffen, kein irgendwie was da ist. Ist jeder Moment nur noch ein Geschenk. Es ist einfach nur ein, schön. Und okay, wenn es gleich vorbei ist. Und da war ein totales Okay dafür, dass es vielleicht so. Und habe mich dann in Sand verbuddeln lassen. Weil das einzige Bild, was innerlich kam, war, lass dich unter die Erde in den Sand mit der Nase schon noch draußen, sodass ich noch Luft bekommen habe. Und klar, ich meine, Sand sterilisiert. Ja. Ich wollte sagen, Sand reinigt. Ja. Und er lag dann da einige Stunden unter der Erde im Sand. Und da ging, so wie der ganze Körper auf die Reise, nicht der Körper, man könnte das sowas wie Seele oder so nennen, ich will das aber gar nicht so nennen. Irgendwas war jedenfalls unterwegs und der Körper hat da irgendwie sein Ding gemacht. Und wie so eine, ein tieferes Erfahren, als ich vorher hatte, dass ich nicht in diesem Körper bin oder wohne, sondern dass es völlig unabhängig ist von dem hier. Von daher ist da keine Angst vorm Sterben. Wenn wir das entdecken, dass wir nicht das sind, da würde ich sagen, also wenn jemand Angst vorm Sterben hat, ist es lohnenswert, das zu entdecken. Ich meine, es geht sowieso nur, wenn das Feuer da ist bei demjenigen, wenn das Feuer brennt, aber ich möchte das entdecken. Ich merke, ich bin nicht nur das, was bin ich denn? So, dann ist derjenige eh schon auf der Reise dahin. Aber deine Frage war irgendwie nochmal ein bisschen anders zur Angst, ne? Ja, aber das war eigentlich schon ganz gut, was halt zu der Todesangst sagen kannst. Und ob du Menschen helfen kannst, dir zu überwinden, was also bedeutet, du kannst dich wahrscheinlich auch nur mit jemandem unterhalten oder auf was hindeuten und dann merkt der andere was oder eben nicht. Also ich habe auch schon, wenn es klar war, was weiß ich, der Krebs ist an einer bestimmten Stelle so fortgeschritten, dass der Körper das nicht mehr schafft. Mhm. Mitzuerleben, wenn jemand in Glückseligkeit stirbt, wenn da kein Festhalten mehr ist. Das ist so ein Geschenk, das miterleben zu dürfen, wenn da nicht ein mehr Festhalten und ein Klammern und ein Kämpfen. Ja. Deswegen diesen endlosen Frieden zu entdecken, damit ist auch die Angst vorm Tod aufgelöst oder weg. Ja. Und dann ist auch keine Angst davor, was auch immer hier ausbricht auf dem Planeten. Dann bin ich nicht damit die ganze Zeit beschäftigt, oh, was ist wenn und ich muss aufpassen und mich schützen. Und natürlich schützt es sich immer noch, wenn irgendwas kommt, wird es automatisch so machen. Aber es hat nichts mit der inneren Einstellung zu tun, mit der Haltung, die sich verändert, die sich verändern kann. Naja, ja, das kann sich ganz unterschiedlich zeigen. Es ist passiert zum Beispiel ganz oft spontane Heilung, wenn dieser Frieden entdeckt wird, wenn dieses Loslassen da ist, dieses Erkennen sozusagen im Satsang oder in einem Retreat stattgefunden hat, sind bei manchen Leuten auch alle möglichen Sachen plötzlich verschwunden und die Ärzte im Krankenhaus haben dann gefragt, was haben sie denn gemacht? Ja, das kann ja gar nicht sein. Vor einer Woche war das noch so und plötzlich sind die Ergebnisse so. Die Medizin kann das nicht verstehen. Ne?
Lohnt sich auch gar nicht dann überhaupt zu versuchen, das irgendwie zu erklären. Ich meine, wer kann das? Kann man das überhaupt? Ne? Wir können ja auch nie wissen, woran es wirklich lag. Wir haben gar keine Ahnung, was da eigentlich geschieht. Es scheint aber so zu sein, wenn was anderes entdeckt wird, da wo kein Tun, kein Ich bin jemand, der was schaffen und erreichen muss. Ja. Eine Art neues Registrieren, neues Lernen da passiert. Und lässt das System los. Die Zellen und der ganze Körper fängt anders an zu schwingen, sich zu bewegen. Da geschieht Heilung von selbst. Ich wollte dich ja eigentlich interviewen, das war jetzt schon ein paar Monate her und dann ging das nicht, das hat dann nicht geklappt. Und zu dieser Zeit habe ich auf deiner Website eine schöne Geschichte gelesen, also eher einen Bericht, weil du hattest dir wurde ein Koffer gestohlen mit Sachen, die dir sehr wichtig waren oder so schien es. Kannst du dich an diese Begebenheit noch erinnern? Ja, da kann ich mich noch erinnern. Dazu hast du einen Text verfasst auf deiner Website und ich würde unheimlich gerne hören nochmal, was du da aussagen wolltest. Was du da erkannt hast oder wie dieses Erlebnis für dich war, weil ich fand das sehr interessant. Ich würde es schön finden, wenn du das mit deinen Worten wiedergibst, als nur so Buchstaben auf der Website. Ich habe ja schon einige Jahre keinen festen Wohnsitz oder so eine Wohnung, wo halt irgendwelche Sachen drinstehen, wie bei den meisten anderen Menschen. Ich habe die ganze Zeit meine Reisen mit meinem Koffer gehabt. So. Und nun war dieser Koffer, wo ich dachte, der ist mir viel wert, also wo wirklich nur die Sachen drin sind, die noch einen Wert für mich hatten, der war dann weg. Und es hieß zu der Zeit, dass da über 50 Autos geknackt oder eingeschlagen wurden von Afrikanern. Aber das konnten die nicht genau sagen, ob es wirklich Afrikaner waren, aber das war halt das, was mich erreicht hat. Und das alles so mit meinem Koffer zumindest mitgenommen haben, wo auch mein Ausweis drin war, weil ich hatte einen anderen dabei. Und ich dachte irgendwie, ich würde da anders reagieren, dass ich da geschockt und genervt oder traurig oder wütend irgendwie vielleicht dann bei meinen Sachen werden würde. Ja. Aber irgendwie ist da was Interessantes passiert, dass mir das Herz da eigentlich, wie ich kann es nicht mehr genau beschreiben, weil es jetzt schon länger her ist, aber es so aufgegangen ist, so ein Mitgefühl darüber, dass diese Menschen das überhaupt machen müssen oder dass sie überhaupt diesen Impuls haben und es, wie es denen gehen muss, dass sie das überhaupt machen. Ja? Also es war eher, ich wusste, ich kann ja auch einfach dann halt mir neue Sachen kaufen und ich kaufe mir einen neuen Koffer. Aber ja, ist doch spannend irgendwie, ne? Dass jemand, der nichts hat, noch jemanden was wegnimmt, der auch so gut wie nichts hat. Also ich meine, wie weit muss das irgendwie kommen oder wo geht's hin? Ne? Was ist da los? Ja, spannend finde ich es auch, dass das einer der wenigsten Sachen war, die du überhaupt bei dir hattest und es ist dir weggenommen und du bist da nicht total erstmal niedergeschlagen gewesen. Offenbar war das ja nicht der Fall. Nee. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich irgendwann... Dass dir fehlen, die Sachen. Also was mir dann aufgefallen ist, im Satsang haben dann mehrere immer wieder gefragt, wo ist denn der kleine Buddha, der sonst immer neben dir steht und dir das Licht hält? Der stand immer so daneben. Ja. So. Und dann habe ich gemerkt, oh ja, stimmt, der ist jetzt gar nicht mehr da. So, aber alles kann ersetzt werden. Es ist nichts von Dauer oder ja, es ist für mich nichts in der Welt, was
wichtig wäre, was bleibt. Ja? Das, dieses Juwel sozusagen ist für mich das, was ich immer dabei habe. Dieses das kann mir keiner nehmen, selbst wenn ich da nackt auf der Straße stehe. Ich habe nur in dem Moment noch gedacht, oh, könnte mir ja meinetwegen auch noch meine Kleider nehmen, so, ja. Aber mich könnte nicht. Nee, es geht nicht. Das, was bleibt, kann keiner nehmen. Ja. Und das ist was wir immer dabei haben. Und wenn wir das entdecken, dann ist das andere nicht mehr so wichtig oder hat nicht so eine große Bedeutung mehr. Oder gar keine. Da habe ich irgendwo mal von jemandem, ich glaube sogar, das war von Gangaji, dieses Gleichnis gehört von, oder das war Eckhart Tolle, ich bin nicht mehr ganz sicher, von demjenigen, der auf dem Koffer sitzt und dem es total dreckig geht und der sich doof fühlt und arm fühlt. Und dann merkt er halt, jemand sagt dann eines Tages, schau mal in den Koffer rein, der unter dir ist. Und dann schaut er in den Koffer und sieht, dass er die ganze Zeit ein Juwel bei sich hatte, der schon bei sich war. Also das ist ja vielleicht nicht so das günstigste Bildnis mit dem Koffer, der da getrennt von einem ist, weil es ja nicht getrennt von einem ist. Aber ja. Na, das ist ein schönes Bild. Wir sitzen die ganze Zeit drauf auf unserem Juwel. Oder andererseits, wenn man es nicht glaubt zu haben, also wenn man es nicht sieht und es nicht glaubt zu haben und sich sozusagen wie so ein armer Bettler fühlt und jemanden heiratet, weil man hofft, von dessen Liebe dann erfüllt zu werden, ja, und dieses Juwel zu bekommen. Und dann fassen sich zwei Bettler gegenseitig in die Taschen und merken dann, dass es leer. Einfach nur, weil sie noch nicht entdeckt haben, dass es schon haben. Ja. Ja, okay, super. Macht ihr jetzt eigentlich noch Probleme? Würde ich mir noch ganz kurz dazwischen stecken, keinen Wohnsitz zu haben oder so? Ist das immer noch aktuell, dass du keinen festen Wohnsitz hast? Das war noch nie ein Problem, oder? Wieso ein Problem? Ach so, nee, ich kann mir das. Ich bin es so gewöhnt, einen festen Wohnsitz immer irgendwo zu haben. Mhm. Also ein fester Wohnsitz, das ist auch immer nur für eine gewisse Zeit fest. Ja, früher hatte ich das auch und ich hätte mir nie vorstellen können, also ich war immer so ein Typ, der so sein Nest brauchte oder so seinen Raum, seinen Energieraum, wo ich mich dann zurückverziehen kann. Und das hat sich total gewandelt. Ich brauche zwar immer noch, ich werde halt ständig immer eingeladen in alle möglichen Städte, Wohnungen, Häuser, Berghütten. Oh, okay. Und also es ist nie so, dass ich irgendwie Stress habe, wo gehe ich jetzt hin oder sowas oder damit beschäftigt bin großartig. Aha. Ich habe auch keine Ahnung genau, wie es nächste Woche ist, aber so im Laufe der Jahre ist es wie so ein Wissen irgendwie, dass sich das die ganze Zeit, es ist schon längst da, ich brauche mich gar nicht darum kümmern. Ich weiß zwar noch nicht, wie das ist und wo das ist, aber das zeigt sich sehr schnell immer. Es wird jetzt vielleicht nicht so viel Sinn machen, so für die meisten, wie das denn gehen kann, aber es ist alles schon da. Es ist nicht, dass ich mich darum bemühen muss oder kümmern brauche. Natürlich kümmere ich mich um, wie komme ich von A nach B dann, ne? Oder macht das jetzt Sinn? Oder sollte ich das mal nicht lassen? Aber jetzt hatte ich zum Beispiel gerade den Fall, das hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht, schon wieder in den Norden zu fahren. Aber da war eine... Das war nicht mit dem Intellekt zu verstehen, warum ich jetzt Nord-Süd-Nord-Süd gerade mache. Aber da war einfach eine ganz starke Resonanz vom Herzen her, der Einladung gerade zu folgen, die da kam. Und so funktioniert das bei mir. Ich folge einfach nur dem, was für mich eine Energie hat und wo ein Ja dazu da ist. Und mein Herz, oder wie man es beschreiben will, wo einfach, ja, gar nicht, macht das Sinn? Ist es lukrativ? Kommt da was dabei rein? Geht dabei was zu viel raus? Das sind alles nicht meine Gedanken. Bisher hat das alles wunderbar gepasst, wie es rein und raus geflossen ist, wow, finanziell. Cool. Wow, ist sicherlich auch ein sehr abenteuerliches Leben, so nicht wirklich irgendwo so eine Art Shelter, so eine Art
ja, einen Sitz zu haben, wo man immer wieder hingehen kann und der sozusagen so eine Art Hauptbahnhof sozusagen ist für einen, sondern trotzdem sich einfach nur fallen zu lassen da hinein, wo man jetzt gerade halt hinfährt. Ja. Dieser Shelter ist die ganze Zeit hier. Ja. Für mich ist es überhaupt nicht abhängig von dem Raum und der Stadt und der Bewegung dazwischen. Ich sitze die ganze Zeit sozusagen in dieser Wohnung, die jemand vielleicht hat. Ich verstehe. Also so ein innerer Frieden, der dann nicht kaputt gemacht werden kann, weil wie sollte das gehen? Ja. Es war auch bei mir immer da, aber es ist bei mir zum Beispiel auch dieses eigenes Zimmer haben, wo ich immer wieder zurückkehre. Ja. So vom Erscheinen ist halt bei mir so zu. Genau, das kann sein, das dass fühlt ich, sich für mich halt richtig an. Es also kann auch sein, dass sich das bei mir irgendwann wieder verändert und ich irgendwo vielleicht. Es ist schon so faszinierend, dass das bei dir so gut funktioniert, dass du nicht, dass das nicht irgendwie stressig wurde, sondern dass alles so richtig gut so ineinander fließt. Das finde ich echt schön. Ich bin fast 11 Jahren so unterwegs. 11 Jahre? Das ging 2006 los und dann gab es aber noch eine Wohnung, wo krass, noch Sachen waren und irgendwann war das nicht mehr da. Das ist aber auch wirklich spannend, oder? Also wie gesagt, ich mehr empfinde es nicht als eine Bewegung oder einen Stress. Mhm. Aber da ist auch nicht die Idee, es müsste so sein. Es kann auch sein, dass ich plötzlich irgendwo in irgendeiner Berghütte sitzen bleibe und da wohnen bleibe oder sowas. Es ist aber so, dass das Leben die ganze Zeit halt so in dieser Form für mich fließt. Ja, okay. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe auch gar keinen Grund dazu. Also ich... es ist einfach so, ja. Okay. Du hast ganz am Anfang hast du erwähnt, dass du ein Bild von Ramana gesehen hast und von Jesus. Du hast auch Jesus erwähnt. Mhm. Und da wäre es nochmal interessant für mich nachzufragen, da sind ja die Meinungen gespalten. Glaubst du, kommt es für dich so rüber, als wenn Jesus theoretisch, sofern wir jetzt mal annehmen, dass der existiert hat, dass er von den Worten her, die man liest in der Bibel, manches jedenfalls, dass er auch darauf hingedeutet hat? Jesus hat Satsang gegeben. Jesus hat nichts anderes gemacht. Für mich ist es, was in der Bibel wiedergegeben wird, eine falsche Interpretation. Das meiste davon. Es ist eine Interpretation von danach gewesen. Hm. Aber das, was er radikal eigentlich geteilt hat. Dafür wurde er ja dann auch aufgehängt, wenn die Geschichte in der Form so stimmt. Man kann es ja auch symbolisch sehen. Ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, ob das wahr ist oder nicht. Mhm. So Sätze wie, ich bin nicht getrennt von Gott. Der Vater und ich sind eins. Ja, solche, das sind alles genau die gleichen Botschaften wie Ramana letztendlich. Oder ich bin das, ich bin. I am that I am. Ja. Mhm. I am, ich bin das. Ich bin das, ja. Also für mich gibt es da keine Trennung, keinen Unterschied. Na gut, letzte Frage, und die stelle ich eigentlich fast jedem. Aha. Die ist immer spannend, aber ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt stellen sollte, aber ich stelle sie jetzt einfach mal. Weil sie ist immer so ein schöner Abschluss. Bin gespannt. Und die Antworten sind meistens sehr interessant. Wenn jetzt ein geliebter Mensch, der offen ist, dem, was du zu sagen hast, also nicht, ich gebe einfach nur ein Medikament oder so, sondern offen ist, wirklich zu sagen, was du hörst und du. Ihr habt auch eine gute Beziehung zueinander. Und ich fragen würde, es geht mir richtig dreckig. Mein Leben kotzt mich so an. Ich weiß einfach nicht mehr, ich will am liebsten sterben oder so. Es ist alles einfach so schrecklich. Ich bin so unglücklich, aber ich wäre gern glücklicher. Was würdest du dem sagen, wenn er sich wirklich also offen zeigen würde, was du zu sagen hast? Also derjenige fragt mich um Hilfe.
ist unglücklich mit dem Leben. Ja, dann würde ich mal gucken, wie es denn jetzt eigentlich gerade im Moment ist. Also in meiner Erfahrung würde ich jeden, der mit solchen Sätzen kommt oder dem es da so dreckig geht, wenn wir für einen Moment schauen, wie ist es denn jetzt hier gerade eigentlich? Ohne, dass wir da hingehen oder da hingehen, sondern einfach mal für einen ganz kurzen Moment hier, jetzt. Ja. Wie ist es eigentlich jetzt gerade mit diesen ganzen Empfindungen, dass es mir, wie auch immer es geht, ohne sie mal für einen Moment zu benennen, wo sie herkommen, wo sie vielleicht hingehen. Wie ist es hier jetzt? Ja, also das ist, was ich jetzt endlich liebe, diese Einladung hierher in diesem Moment, weil da hat der keinen Platz, keinen Raum, sich einzumischen. Ja, dieser Verstand, das Denken, was die ganze Zeit eine Bewertung darüber hat, wie das ist, was mir nicht gefällt und all das. Wie ist es direkt hier? Jetzt gerade? Gibt es hier jetzt gerade ein Problem? Ich habe noch eigentlich niemanden getroffen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemanden getroffen habe, der gesagt hat, ja. In diesem Moment, direkt hier jetzt, konnte bisher, dem ich begegnet bin, keiner wirklich ein Problem feststellen, in dem Augenblick. Ja. Also ohne die Bewertung darüber, ja. Und die Gedanken. Ja. Weil die Gedanken, ja, ich bin so und so lange schon mit der zusammen und jetzt und hier und da, also auch ohne das, einfach nur das Jetzt hier gerade unmittelbar. Hm. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, da sitzt ein Typ auf dem Stuhl. Wenn die Person dann eben erkennen kann, dass es die Gedanken sind, die Bewertungen, die mir das Leben, also das schwer machen oder Stress bereiten, das ist schon mal ein großer Schritt, oder? Hm. Und wenn ich auch was entdecken kann, was hier ist jetzt, was unabhängig von all dem da ist, was frei ist, was jetzt gerade hier, jetzt gerade kein Problem hat oder nichts braucht, hier jetzt gerade, nur mal wenigstens hier, jetzt, ja. Da ist es ist wie, boah, ja, hier ist es eigentlich gerade mal so. Und von da, von Moment zu Moment, angeln wir uns dann weiter, ja. Und gucken uns dann ein bisschen um, wie das eigentlich ist und was vielleicht auch vorbei ist für denjenigen in seinem Leben, wo vielleicht eine Veränderung auch gerade ganz klar ansteht. Und dann diese Schritte zu begleiten, das mache ich dann schon. Wenn derjenige sich das, wenn demjenigen das gut tut und dem, der sich das wünscht, ja, gucke ich, wie ich da unterstützen kann. Ja. Okay. Daran zu erinnern quasi. Ja, super, schön. Ich glaube, also für mich fühlt sich das sehr rund an. Wie sieht es für dich aus? Rund. Rund? Ich bin rund. Rund. Dann freuen wir uns mal rund und kunterbunt zu sagen zu können, dass es jetzt das Interview ein Ende findet und das hat mich sehr gefreut, war sehr schön mit dir und ich kann eigentlich nur sagen, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und einen schönen Aufenthalt in Berlin und danke, dass du so dir Zeit genommen hast und Fragen beantwortet hast. Beno. Vielen Dank, Andi. Hm.